Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und heute habe ich euch eine Cobra zu zeigen, und zwar steht die hier. Ich habe euch die im letzten Video schon mal ganz kurz angeschnitten und jetzt zeige ich sie euch aber mal in voller Gänze, zumindest die eine, die blaue. Die silberne zeige ich euch später. Das ist das schicke Gefährt. Das ist, bevor jetzt wieder alle sich die Mäuler zerreißen, es ist ein Replika. Es ist keine originale AC Cobra, sondern es ist eine Phoenix Cobra, also ein Replikamodell. 1989er Baujahr, knapp 390 PS, Entschuldigung, und fast 7,5 Liter Hubraum. Und das ist schon geil. Muss man mal klar sagen. Das Ding ist schon schick. Und kann schon was. Zeige ich euch einmal. Also ist was Außergewöhnliches. Wir haben halt hier unten, seht ihr, mächtige Sidepipes. Und dann dieser absolut heftige Motor, der da drin ist. Ist halt immer, das habe ich in dem letzten Video schon gesagt, ich finde halt diese Kombination so geil. Wir haben immer mega, mega viel Hubraum und dem Hubraum entsprechend verhältnismäßig wenig PS, also wenig in Anführungsstrichen. Aber halt heutzutage gibt es halt diese Kombination nicht mehr. Viel Hubraum und wenig PS. Also das Ding ist von außen halt, je länger man drum rumläuft, desto mehr desto mehr außergewöhnliche Sachen stellt man fest. Wie gesagt, wir haben die Sidepipes da hinten. Weiß man, ob man sie sehen kann. Da hinten kommt übrigens die weiße von der Probefahrt. Da steht sie. Ach, die weiße, die silberne. Da kommt die silberne Cobra angefahren. Schauen wir doch jetzt mal, bis sie kommt. Also an der blauen halt mächtige Sidepipes. Diese typischen geilen Felgen mit dem 3-Stern-Verschluss oder beziehungsweise mit dem Deckel oben drauf, dahinter sind die eigentlichen Radschrauben, aber der Nabendeckel ist halt dieser geile 3-Stern-Deckel. Hinten in der ganzen Ecke dickere Reifen oder breitere Reifen. Und ich zeige euch mal eben vorne diese Lüfter. Also wenn ihr da reinguckt, von vorne unten, da sind halt so geile riesen Lüfter drin. Da ist übrigens die andere Corvette. Das ist mein Vater mit unserem Erik. Die lachen sich tot. Also, Männer, ich sag euch, das Ding ist die Hölle. Also, wenn ihr mal guckt, die beiden Lüfter vorne drin. Also, die ist halt. Also, ich selber bin da nicht mitgefahren, weil jetzt einige Leute immer gefragt haben, ob ich mal Probefahrt machen kann. Nein, kann ich leider nicht, auch wenn ich es gerne tun würde. Das sind aber Kundenautos und damit kann ich natürlich ungern eine Probefahrt machen, um jetzt hier spaßeshalber ein Video zu drehen. Wir machen damit Probefahrten, ja, aber halt nur zu Testzwecken, ob alles vernünftig läuft und ob alles in Ordnung ist an den Autos. Deswegen möchte ich da ungern jetzt unnötig Kilometer drauf fahren. Ich zeige sie euch so, wie sie sind, im Stand. Der Innenraum, gut ist auch der Türgriff von außen, der nicht vorhanden ist. Deswegen greife ich jetzt einfach mal innen rein und mache die Tür auf. Wir haben halt einen Sitz, der ist auch sehr geil, den kannst du halt nicht verstellen. Wir haben halt hier darunter, die sind halt festgeschraubt, da sieht man die Schraube, festgeschraubt, einmal eingestellt, fest. Und der ist jetzt ein Schalter hier, da unten kann man es erkennen, an den Pedalen. Erstmal sind die Pedale sind unfassbar eng. Ach, ich setze mich jetzt hier mal eben rein. Oh, mein Mikro. Hier verabschiedet sich mein Mikro gerade. Boah, leck mich am Arsch. Also ich sitze jetzt drin. Unfassbar eng. Der Sitz an sich. Und ihr seht es jetzt. Ich versuche mal für euch da rein zu filmen. Dass ihr mal erkennen kann, das sind jetzt meine Füße. Wir haben halt drei Pedale. Wir haben einmal hier die Kupplung, dann haben wir hier die Bremse und hier ist das Gas. Und wenn ich jetzt da reingehe, es ist unmenschlich eng.
Also damit zu fahren und zu kuppeln ist schwierig und, das kann ich euch nur erklären, das kann ich euch natürlich nicht zeigen, diese Kupplung, wenn ich die trete, Alter, die ist so hart, die ist so mega hart, boah, das ist heftig. Also die Kupplung ist ultra stramm. Die silberne Cobra ist eine Automatik, die ist vom Fahren definitiv entspannter, weil halt Automatik entspannter ist und ihr diese ultra straffe Kupplung nicht habt. Vergleichbar vom Gefühl würde ich sagen, die einzige, die so halbwegs da dran kommt, ist die von einer alten Viper. Wir hatten mal eine alte Viper hier, die hatte eine Kupplung, da hast du gedacht, dein Meniskus verabschiedet sich auf den ersten 3 cm des Tretens. Ansonsten hier Innenraum, Lenkrad, ist halt alles natürlich alt, 89er Baujahr, die hat ihre Jahre am Puckel. Zündschlüssel, dann haben wir den Drehzahlmesser, Tacho. Der Tacho geht bis 320, ob die wirklich 320 läuft oder von mir aus auch 280, das kann ich euch nicht sagen. Muss ich gestehen, würde ich jetzt vielleicht auch wenig ausprobieren. Mit der Frontscheibe und mit den Sicherheitsmerkmalen hier im Auto ungerne. Ein nächster Punkt, ich habe mich jetzt gerade hier rausgequält, was immer sehr geil ist, wie gesagt, ähnliches Problem bei der Viper, die Sidepipes habe ich euch jetzt gezeigt, wenn die eine Zeit lang gefahren sind, guck mal, was da rausfährt, da kommt vielleicht das nächste Video. Hammer H1 Humvee. Sidepipes sind wahrscheinlich bullenheiß, wenn ihr länger damit gefahren seid, dann müsst ihr mal aufpassen. Jetzt zeige ich euch nochmal schnell die andere Cobra im Vergleich. Ist halt eine Automatik. Ist jetzt auch hier, wo ich gerade so von geschwärmt habe, von dem geilen Nabendeckel. Den haben wir hier nicht, hier haben wir einfach nur einen normalen Deckel. Auch die ist ein Replika, ebenfalls Phoenix Cobra. Aber, also ihr seht da nicht viel Unterschied, anderes Lenkrad und halt hier das Automatikgetriebe. Einmal in den Motor, gucken wir nochmal schnell rein. Das ist halt noch richtig, richtige Motortechnik, ne? Also richtig brutale Power einfach nur. Ja. Das war hier mal eben so ein Schnellüberblick zu zwei AC, oder nicht AC, zu zwei Cobra Replikas, die wir da haben, die jetzt auch für uns wieder, wie im Moment alles, nicht wirklich alltäglich ist. Deswegen zeige ich es euch immer so gerne und deswegen guckt es euch gerne nochmal an. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, da freue ich mich drüber, weil je mehr Rückmeldungen ich kriege, desto mehr Videos mache ich. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und dann schaue ich mir das an. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Ciao.